das Pedal. Rechts fang ich an, wie ich das kann. Mit Energie und Harmonie. Links dreh ich weiter, bin froh und heiter. Fühl mich im Einklang mit mir. Ja, so oder so ähnlich kann es aussehen, wenn sich Menschen mit Demenz, hochaltrige Menschen, zu meiner Erfindung der Glücksbewegungsmusik bewegen. Mein Name ist Ralf Glück, ich bin 59 Jahre alt, Lebens- und Sozialberater. Wie kamen wir auf die Idee? Wir, Diplomfachsportler für Senioren Stefan Wels und ich, für uns war immer klar, dass Bewegung im Altenheim für hochaltrige Menschen sehr, sehr wichtig ist. Die Motivation zur Bewegung, das ist immer die Herausforderung. Mein zweites Talent, die Musik, habe ich dann genutzt, um sportiv sinnvolle Übungen in Musik zu packen, die Sportwissenschaft zu berücksichtigen und die Musik als Bewegungsmotor zu nutzen. Das Tolle daran ist, dass der Liedtext die Bewegungsanleitung beinhaltet. Also es macht total Spaß, es kann jeder Anfänger nutzen, man braucht kein Sportlehrer sein. Man kann es als Pflegefachkraft genauso nutzen wie als Angehöriger, der seinen demenzkranken Papa oder Mama betreut. Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad weiter. Fahren Sie mit? Jetzt geht's bergab. Ach ja, ganz am Ziel. Sollte ich gewinnen, würde ich die Summe investieren, um neue Lieder zu komponieren. Würde mir Spaß machen. Ciao, wieder zu.